kannst du noch mal kurz sagen, was da jetzt genau anders ist als in der Ursprungsversion? Das ist ein bisschen untergegangen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es geht jetzt darum, dass der Änderungsantrag nur noch die erste Hälfte sozusagen meines Satzes beinhaltet. Also sprich, ich beantrage, dass der Halbsatz, wir wollen jedoch, dass die Ausnahmen bei Clubs und Kneipen aufrechterhalten. Die friedliche Koexistenz, der zweite Halbsatz fällt weg, aber es geht alles von meiner Zeit ab. Ach, das ist cool. Super, dann bin ich ja beruhigt. Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich bin ich für einen verbesserten Nichtraucherschutz im Wahlprogramm. Und ich finde es auch zum Kotzen, wenn die Leute ihre Kippen in den Sandkasten werfen. Aber wir stellen heute trotzdem diesen Änderungsantrag, weil der Landesvorstand fordert mit seinem Projekt zum Nichtraucherschutz nicht nur das wichtige Rauchverbot auf Spielplätzen, sondern auch ein absolutes Rauchverbot in Clubs und Kneipen. Im Moment gibt es in Berlin in Bezug auf Clubs und Kneipen folgende Ausnahmeregelungen. Kneipen mit Zutritt erst ab 18, deutlich gekennzeichnet, ohne Speisen und die kleiner sind als 75 Quadratmeter und keine Nebenräume haben. Oder eben abgetrennte Raucherräume. Bei Clubs sind abgetrennte Rauchräume auch vorgeschrieben. Berghain, Astra, Arena Club, Cassiopeia, all diese Clubs haben das auch. So, mit dem Abschnitt im Projekt, dass wir Rauchen in Kneipen und Clubs nun ausnahmslos verbieten wollen, habe ich sehr große Probleme. Denn erstens, das jetzige Rauchverbot in vielen Kneipen und Clubs wird jetzt schon nicht vollzogen. Also bin ich der Meinung, wir sollten uns erstmal dafür einsetzen, dass die bestehenden Regeln umgesetzt werden. Die sind nämlich gut. Und zweitens, die Ausnahmeregelungen haben sich doch bewährt. Schließlich gibt es immer mehr Raucherräume, die abgetrennt sind. In Bayern und NRW gibt es absolute Rauchverbote. Da gab es zwar kein Club- oder Kneipensterben, aber in den Städten gibt es jede Menge Lärmbeschwerden. In Berlin wird die Kontrolle in der Praxis so aussehen, dass die Polizei bzw. das LKA das regeln muss. Wollen wir Grünen wirklich verstärkt die Polizei damit beschäftigen, statt andernorts für Sicherheit zu sorgen, frage ich euch, liebe Freundinnen und Freunde. Das kann und das will ich nicht glauben. Berlin ist die Hauptstadt der Freiheit. Es ist die Kultur der Berliner Eckkneipe und des Elektroschubsens. Und wir sind die Partei der Selbstbestimmung. Wir wissen, die persönliche Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersatmenden. Trotzdem, in Clubs und Kneipen, die nur abends bzw. nachts besucht werden, laute Musik läuft, die Nacht durchgemacht, oft viel zu viel Alkohol getrunken wird oder noch ganz andere Drogen konsumiert werden, da sollte man auch rauchen dürfen. Hier müssen wir uns auch mal eingestehen, dass man die Menschen nicht vor allem Gesundheitsschädlichen bewahren kann. Und die Berlinerinnen und Berliner schon gar nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, manchmal ist Berlin eben dreckig, stinkig und laissez-faire. Und deshalb bitte ich euch, lasst uns die Kraft des Ausgleichs zwischen Gesundheitsschutz und Freiheit bleiben. Bitte stimmt für diesen Änderungsantrag. Danke, Katrin.